Okay. Willkommen zu einem neuen Part von dem Pokémon Schwarz und Weiß Together. Und ja, wir sind hier im letzten Part in die Stadt gekommen. Und das ist jetzt schon die dritte Aufnahmeversuch hintereinander. Keine Angst, sonst ist nichts passiert. Aber ich muss eins sagen, ich spoiler jetzt schon mal. Mir ist im ewigen Wald einfach mal ein Kobalium in die Quere gekommen. Ja. Und ich habe hier einen Golbit gefangen. Ich weiß nicht, ob es hier Geister-Pokémon gibt oder Boden. Ich schaue jetzt erstmal. Weil ja, ich hatte, glaube ich, auch kurz davor gesagt, so hoffentlich kriege ich entweder Drache oder Boden. Und dann kam so ein Golbit. Oh, schon wieder ein Golbit. Ich will kein Golbit. So, ich trainiere jetzt erstmal hier Blade, weil es entwickelt sich jetzt bald. Und ich denke so, 2-3 Pokémon sollten das schon machen. Und es kommt schon wieder ein Kikugi. Das heißt, es wird schon wieder nichts mit den 3 Pokémon. Was, Pokémon? Was? Ja, dass ich halt nur noch 3 Pokémon besiegen muss. Achso, ja, egal. Hier gab's den Kater, okay, hier gab's Boden-Pokémon, ey. Ey, komm. Und ich sag dann auch noch, hoffentlich gibt's hier Boden. Mann, das ist doch so scheiße. Lass auf meine. Ja, aber den Kader ist jetzt auch nicht unbedingt das beste Boden-Pokémon. Ja, ich muss halt noch schauen, was ist hier so. Wie hier gab es irgendwie Rihornior und Hippot. Okay, Hippot ist das jetzt nicht cool. Ja, du musst doch eh noch was fangen, oder? Ja, ich bin jetzt nochmal in den Gras gegangen und da kam wieder Ding. Achso, das gleiche. Kommt wieder. Wie hieß denn das? Golbit. Ja, genau. Ich hab's Transformer genannt, weil es irgendwie so ein Transformer-artiges Dings ist. Parfax ist tot. Hochmut! Hochmut! So eine geile Fähigkeit. Man, nicht zweimal hintereinander dasselbe Pokémon oder so gefangen. Oh Gott. Ja, vor allem weil den Golbit gab's ja schon bei mir in der Geisterroute, auf Route 2, wo ich Alpollo gefangen habe und jetzt. Also das wäre geil, wenn ich den jetzt nochmal hätte. Zweimal im Team. Gut, Hochmut. Mein Angriff steigt immer weiter. Biss! Oh fuck. Das wusste ich nicht, dass wen du fliebes Biss kann. Wenn du fliebst, kann Biss. Ist da eigentlich Pflanze Unlicht oder nur Pflanze? Nur Pflanze. Ich habe immer gedacht, der ist Pflanze Unlicht, weil der auch so aussaut eigentlich. Ich habe eigentlich erstmal, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, so gedacht, das ist so eine Weiterentwicklung von Dingen. Tusker. Hatte ich wirklich gedacht, als ich den gesehen habe, weil der sieht ja eigentlich auch so aus wie so ein. Ja, so ein Ding halt so. Ja, gut, aber noch Tusker könnte echt mal eine Weiterentwicklung bekommen. Ja, also ist glaube ich nicht jetzt sonderlich stark, oder? Ist der? Noctusker? Ja, geht. Geht echt, also. Okay. Und gehört ja, jetzt nicht zu den stärksten, aber. Oh, Jotesto gab's hier. Oh, was ich auch noch wichtiges so heute erfahren habe, ne? Wusstet ihr, dass tatsächlich der stärkste Eisstrahl von einem Glaciola ist. Es gibt keinen stärkeren Eisstrahl als den von Glaciola. Warum ausgerechnet Eisstrahl? Ja, halt generell Eisattacken, aber trotzdem. Also alle, die auch hier Suis Video geguckt haben, wo er seine Team-Pokémon vorgestellt hat, das hat mich schon ziemlich überrascht, weil Evoli-Entwicklung hatte ich bis jetzt noch gar nicht als so stark. Ja, halt. Erachtet. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, dass die so. Natürlich, die sind stark, ist klar, aber. Ja. Okay, Blitzer ist einfach nur. Ich hasse das, gegen Blitzer zu spielen. Das ist so schlimm. Das Pokémon speedet einfach fast alles aus und dann hat es auch noch vielleicht durch Lebenorb oder sowas oder ein Wahlglas hat es auch noch so einen extrem hohen Spezialangriff. Das ist fast nicht zu stoppen. Naja, erstmal natürlich nicht ins Gras hier. Oh, ich will nicht, dass schon wieder Kobalium kommt. Ich krieg das nicht gefangen. Okay, und wenn, ich guck, ob ich jetzt noch einen Hyperball oder sowas bekomme. Wenn's kommt, dann möchte ich es fangen. Nein! Ich bin ins Gras gelaufen. Auch nicht schlecht. Cesurio. Yay. Ja, das ist auch stark. Irgendwie, ich krieg nur noch die starken Pokémon, aber das muss ich auch erstmal gefangen bekommen, ne? Ist klar, ne? Warum setze ich Killer ein? Killer kann ich nämlich jetzt abziehen.
Ach so, wegen Betrohr, ja. Gar nicht mal so dumm. Folterknecht, was war das? Wird von Folterknecht nicht zweimal hintereinander einsetzen. Jo. Ah! Das ist nervig. So, jetzt bis. So. Silberblick. Ich will Killer nicht verlieren, ey. Download. Ich hatte übrigens gerade ein Bikini hier. Aber ich hatte kurz. Ich musste kurz mein Mikrofon stumm schalten, deswegen, ja. Achso. Er ist auch Zornklinge. Okay, Zornklinge ist jetzt nicht so stark, aber kann stärker werden. Das ist das ganze Problem an der Sache. So, jetzt versuche ich nochmal Biss, weil Biss zieht ja jetzt nicht so viel ab. Und ich könnte es in den roten Bereich bringen. Gut. Perfekt. Okay, noch ein Problem. Es gab hier Rizeros zu fangen. Ja. Okay. Gibt's ja in diesem Spiel eigentlich Ding? Dingsbums? Bums? Ja, halt das Item, was es braucht, damit sich das entwickelt. Oh Gott! Das will ich einfach. Bütze. Hier gab's Kampf-Pokémon im hohen Gras und ich bin jetzt ein Doppelkampf mit Hariyama und noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube schon, es müsste eigentlich geben. Wie heißt denn das nochmal? Eins, zwei, drei. Jawoll! Cesurio wurde gefangen. Sehr schön. Oh nice. Cesurio. Auch wieder ein richtig starkes Pokémon. So, wie nenne ich ihn dich? So unfair. Irgendwie ist es gar nicht Dinglert. Wie nenne ich ihn das, verdammt? Ich muss gerade echt. Egal. Ich glaube, ich mache wieder den E-Game-Sound an. Tu das. Es ist. Ich habe gerade die ganze Zeit Musik gehört für die Leute, die es gerade nicht mitgekriegt haben, aber es ist irgendwie nicht dasselbe, weil. Ja. Es ist nicht dasselbe, wenn man jetzt Ding hier mit fremder Musik Pokémon spielt und dann so Ding. Ja. Ich weiß nicht jetzt, was ich sagen soll. Hauptsache, ja. Hier habe ich ja jetzt eigentlich schon so ein Galagladi-ähnliches, ne? Ich könnte jetzt eigentlich. Ja, muss ich überlegen. Aber es haben ja auch schon viele in die Kommentare geschrieben, dass wieso sage ich die ganze Zeit Glada irgendwas? Nee, Galagladi, dass es ziemlich cool wäre, wenn ich es ins Team nehmen könnte. Aber ja, wie gesagt, das ist gar nicht so einfach. Galagladi ist eigentlich schon cool, aber ja. Ist wie gesagt, ich habe nachgeschaut letztens im PokéWiki, weil mich das auch interessiert, dass was ich habe. Also diesen Einstein, da bekommt man echt ziemlich spät. Da hatte der Daniel schon recht im letzten Part, genauso. Und ich weiß nicht. Halt so lange warten mit einem Kirlia, vor allem Kirlia ist ja auch nicht das stärkste Pokémon. Also da besteht auch die Wahrscheinlichkeit, dass der dann down geht. Würde ich sagen. Und übrigens ja, was ist eigentlich mit unserem Ding? Frage des Parts. Was machst du überhaupt gerade? Weil wir könnten dann in diesem Part einfach als Frage des Parts was nehmen. Keine Ahnung. Okay. Ja, halt die Rivalen wollten wir doch nehmen, ne? Ja, genau. Die Rivalen können wir machen, wenn wir bei N sind. Irgendwie, ich weiß nicht, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so. 10 Minuten haben wir jetzt schon, glaube ich, irgendwie. Und. Okay, ich kann gegen die kämpfen, das wusste ich auch nicht. Die muss man ansprechen, die Leute hier. Wer? Wer? Ja, halt die eine da. Das ist irgendwie so eine rosa Tussi da vor dem Ewigwald, also bevor es da reingeht. Ach, die Ärztin? Ja, genau. Ja, das ist ja klar. Nein, ich drück immer auf bekannte Attacke. Vergessen, oh nein. So. Ich hab grad aus. Was war denn? Was hast du denn gemacht? Ich hab erstmal. Ich habe außerdem Magnetilo Funkensprung gebracht anstatt Donnerschock. Das Problem ist, ich habe erst auf eine Attacke vergessen gedrückt und dann nein und dann nochmal. Also, man drückt ja da immer das Falsche, kennst du das? Ja. Und dann, außer, und dann wurde es mir zu viel, dann habe ich kurz gespeedet und wollte das Richtige drücken und dann durch den Speed
Habe ich dann aus Versehen. Mit deinem Speed nicht. Unmöglich. Und ich glaube, ich trainiere Gladiator hier auch wieder. Gladiator. Ja, der heißt Gladiator bei mir. Keine Ahnung. Total. Ja. Verdammt, mir ist das Wort entfallen. Alter, heute bin ich aber auch irgendwie. Heute stehe ich nur noch auf dem Schlauch. Wo ist denn hier bitte schön der Pokémon-Markt? Alter, ich bin so ein anderer. Okay, ja, ich weiß jetzt, warum du gelacht hast. Ja, ich bin so dumm. Ja, ich bin in einem anderen Spiel schon wieder. Oh Mann, ey. Okay, Netzbälle könnten wir gebrauchen, vielleicht. Kann ich Kecleon eigentlich angreifen? Nicht, gell? Weil vielleicht ändert er seinen Typen irgendwie, aber nee. Gut, ja. Gut, dann würde ich sagen, wir hauen drauf mit Hipster. Der ist irgendwie voll cool. Ich mag ihn. Offenlegung. Ah, bringt nix. Kraftwelle. Dauern. So sieht's aus, mein Freund. Und ja. Yeah. Was gibt's eigentlich noch zu sagen? Was machst du heute eigentlich? Wie, was? Ja, ich will heute die Arena machen. Weißt du ja. Wollen wir ja, glaube ich. Ich habe jetzt die Frage falsch gestellt. Wo bist du das? Ja, hier im Pokémon-Markt, Pokécenter, keine Ahnung. Weil ich bin gleich mit dem Ding durch, mit dem Wald. Hier gibt's ja nur ein paar Trainer eigentlich. Corazon, oh. Achso, du gehst jetzt erstmal trainieren in den Wald. Achso, ja. Also ich gehe jetzt sofort in die Arena. Ja, ist auch vernünftig, weil die Arena, denke ich, wird gar nicht so einfach. So. Aber nicht in den Wald rein halt nur, sondern die Trainer da außen halt. Achso, die sind noch schnell gemacht. Ich dachte, du wärst schon weiter. Okay, schon wieder eins, wo hier Zornklinge sehr effektiv wäre, ne? Sehr nice. Zornklinge? Ja, Zornklinge. Wer hat Zornklinge? Ja, hier mein Cesurio. Achso. Aber das ist so unfair, Mann. Du hast so viele Team-Pokémon. Ich hab nur zwei. Wie, du hast nur zwei? Ah, okay, eigentlich habe ich vier. Warum habe ich jetzt gerade gesagt? Hauptsache ja. Ja, wie viele Team-Pokémon habe ich? Ich habe fünf, glaube ich, jetzt, ne? Ich glaube schon, du hast immer einen mehr als ich. Oh, Angriff steigt auch, Initiative steigt. Zapplerang! 22 für Adolf Tiefschlag. Okay, Zapplerang ist dann schon wieder eine andere Nummer. Was mache ich gegen Zapplerang? Ach komm, Ducktail. Kommst du mal rein? Psystrahl. Und was machst du gerade so? Oh, Säure. Hast du gerade eben dein Mikrofon stumm gestellt oder was ist los? Warte mal, wer sich bei mir entwickelt gerade. Wer denn? Oh mein Gott. Alpollo. Hä? Hey, what the fuck, warum? Okay. Gleich war ich gerade so voll überrascht. Heißt jetzt nicht, dass ich mich nicht gefreut habe, weil ich jetzt nicht so Ding habe. Hä, warum? Warum? Warum so früh, gell? Komisch. Das Lustige ist ja hier. Fuck. Du bekommst ja nur Legis, Mann. Lustig ist ja, Angriff sinkt, Angriff steigt, Spezialangriff sinkt ja bei Gengar, aber trotzdem hat er erhöhten Spezialangriff. Lol. Egal, ich mache ja, gerade so eine Zornklinge hier fertig, weil er keine guten Moves gegen mich hat. Oh, Aussetzer, okay. Jetzt hat er einen guten Move gegen mich gefunden. Zornklinge ist blockiert. Du hast doch auch Ding. Unlichtattacken, oder? Oder nicht? Nein, habe ich leider noch nicht. Nur Folterknecht und das bringt halt nicht viel. Heil mich bei der Tussi hier. Damit Unheilböden, ja, das bringt auch nicht viel. Ja, irgendwie. Mein Gladiator hat ziemlich viele Resistenzen, ne? Das ist richtig. Ja, ach, Stahl. Ja, nicht nur Stahl. Durch den Unlicht-Tipp hat er auch noch ziemlich viele Resistenzen. Finde ich nice. Nur halt auf. Gegen Kampf-Pokémon ist er ziemlich anfällig. Ja, das ist schon. Feuer auch eigentlich, aber ja. Boah, es hat aber richtig viel EP gegeben. Über ein Level, einfach mal. Pokémon bewegen, oh mein nice. Gott. So, Transformer kommt einfach zu Voltenso. Box, weil den werde ich jetzt erstmal nicht benutzen. Ich will jetzt nicht. Dann gehen wir. Ich will jetzt kein Terrakium hier haben.
Vor dem habe ich jetzt Angst. Viridium meinst du, oder? Wie ist der Viridium? Ach Gott. Ich bin heute auch so neben der Spur. N, my friend. Übrigens hier die Frage des Parts. Wer ist euer... Ja, welchen Rivalen oder Charakter? Muss jetzt kein Rivale sein, einfach so Nebencharakter. Oder sowas mögt ihr am meisten? Da würde ich erstmal deine Antwort hören, mein Freund. Ja, Nebencharakter, keine Ahnung. Also ich finde Gary eigentlich ganz cool. Aber da ich ja die vierte Generation auch so mag, keine Ahnung. Ich finde ihn zwar teilweise nervig, aber er taucht noch nicht so oft auf, dass man ihn wirklich nervig nennen kann. Ja. Ich Barry oder so. Ja, genau, Barry. Oder, ja, genau, Ultigardia. Was war denn nochmal Ultigardia? Soll ich hier wirklich weiterlaufen? Was war denn Ultigardia, Mann? Ich bin einfach drin. Ich habe keine Ahnung. Ach, der da! Okay. Ich hoffe jetzt nur, N hat jetzt nicht dieses Geduldvieh da. Oh mein Gott. Du kämpfst nur gegen N, verdammt. Ja? Ja, wo? Sorry. Du weißt es gar nicht. Bist du schon in dem Wald drin? Ich bin raus aus dem Wald. Ich gehe jetzt in die Arena. Ach so. Aber da ist auch N, ja. Ja, ich habe da schon die Galaktik-Fuzis getroffen. Weißt du, was mies ist? Ich setze Hypnose ein, geht daneben und dann setzt der Schlafbruder ein. Ja. Und ich penne seit 5 Runden hier, hallo? Mach mal auf, Mann. Oh mein Gott, geht schon wieder daneben. Ey, ich krieg die Krise. Hauptsache, ja, ich mag eigentlich den aus der zweiten am meisten. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich weiß nicht. Hauptsache, weil der einfach so böse ist, irgendwie. Keine Ahnung. Kommt cooler rüber als irgend so ein Schwast, der dich die ganze Zeit nervt. Den Beispiel. Hab ich ja grad eben schon. Beispiel, ja. Wie heißt denn der? Hat man bei denen nicht irgendwas noch bekommen hier drin? In dieser komischen Kneipe da. Ach, egal. Kneipe? Ja, halt. Ja, egal. Nachtan! Okay, N ist kein Rivale. Okay. Also im Spiel ist er nicht als Rivale einprogrammiert, weil wir haben es so eingestellt, dass die Rivalen ihre Starter-Pokémon behalten. Obwohl ich merke gerade, N hat ja gar kein Starter-Pokémon, der hat ja sowieso jedes Mal andere. Deswegen, ja okay, dann vergesst das mal ganz schnell und so und ja, yeah, wir haben endlich mal meinen Killer aus und ey, wie Killer aus. Jo, Scheiße. Ja, wir müssen jetzt erstmal in die Arena, ne? Bevor wir da weiterlaufen können durch die komischen... Ach, egal. Mann, ich kenne mich so wenig aus mit dem Spiel. Das ist so ziemlich die Medizin, mit der ich mich am wenigsten auskenne. Obwohl ich es schon zweimal oder so durchgespielt habe. Ach, da kommt ja N. Oh Mann, habe ich schon wieder völlig vergessen. Ja, genau. Der will dich da hindern, dass du da reingehst und will dich dann da vergewaltigen. Ich habe gerade eben irgendwie Ja gedrückt, aber naja. Der fragt irgendwie immer solche Fragen. Das ist bei fast jeder Begegnung so. Aber irgendwie haben die gar nichts zu tun mit dem, was er dann macht, weil der kämpft so und so. Egal, ob du Ja oder Nein sagst. Und yo. Ignivor. Alter. Hat der Flammenkörper? Weißt du das? Ja. Scheiße. Also. Okay, jetzt weiß ich es auch. Man kann eben schmerzhaft feststellen, dass er Flammenkörper hat. Yay. Okay. Geil. Hier. Ist der Pedo, der mich durch die Dinger führt? In das Museum. Gut, Pokémon wechseln, weil Vibrava kommt. Da muss ich auf jeden Fall wechseln. Vibrava ist auch noch Typ Boden, deswegen kann ich hier Gladiator nicht einsetzen. Gladiator. Aber hier kommt einfach mal DuckTale rein. Gladiator. Gladiator. DuckTale. Ey, du hast zu jedem Pokémon irgendwie ein Lied, Mann. Oder fast. Okay, nur Gladiator und DuckTale, aber ja. Gladiator kenne ich jetzt gar nicht, aber egal. Das Lied von Alligator, nur halt Alligator ersetzen mit Gladiator. Achso. Gladiator. Egal, ich bin in der Arena angekommen bei dieser Laserratte da. Oh. So. Ich kratze ein bisschen mehr. Holy shit. Oh Gott. Okay, Donnerwelle ist mir jetzt egal. Holy so, danke, das oh ist. Mein. Ich glaube, Pichu hat ja sowieso. Wie heißt denn das nochmal? Die Attacke hier von Pichu. Oder nicht die Attacke, die Fähigkeit von Pichu. Statik, genau, Statik. Ich glaube, das hat Statik, ne? Nein! Was ist los? Okay.
Kacke. Es hat nicht so viel abge... Ja, keine Ahnung, ich kämpfe hier gegen Lugia, aber sonst, keine Ahnung. Schon wieder Lugia? Hattest du nicht schon mal Lugia oder sowas? Nee. Nicht? Oder? Oder? Doch, kann sein. Ich erinnere mich nicht. Ich glaube, du hattest schon mal Lugia. Ich weiß nur... Naja. Ja. So, ich gehe nur gleich auf meinen... Oh mein Gott. Warum zieht das so wenig ab, Mann? Funkensprung. Ich bin so dumm, ich habe das aus Versehen beigebracht. Magnetilo ist ja speziell besser, das weiß ja jeder Schwein. Ist Funkensprung nicht sogar speziell? Nein. Echt nicht? Physisch. Echt? Ja. Oh. Übrigens habe ich letztens bei Pokebeach gelesen, bei den X- und Y-Gerüchten, dass es so eine neue Attacke geben wird, heißt Thunder Roll irgendwie. Also das gleiche wie Flammenrad, nur mit Donner. Okay. Ja. Sind eigentlich die Fossilien auch gerandomized? Also, dass du ein anderes Pokémon bekommst, wenn du ein Fossil... Das kann sein. Geil. Das wäre... Ich hab gedacht, man kann hier erstmal alle Trainer besiegen, aber das ist gar nicht so. Man muss das Rätsel lösen, was ist das denn? Okay. Dann habe ich ihn vorne. Ich pack mal Gladiator nach vorne, auch wenn das ein bisschen riskant ist, aber er muss ein bisschen trainieren. Warum riskant? Du weißt ja sowieso nicht, welches Pokémon kommt. Ja, aber trotzdem, er ist eben noch auf Level 16, ne? Dann habe ich ja mit Level 13 gefangen. Ja, jetzt sei ruhig, komm. Maul. Warum ist das so langweilig, das Rätsel hier? Das ist so scheiße. Man muss Bücher lesen, das ist sowieso schon schlimm. Aber dann auch noch hier so alles der Reihe nach. Was hast du gegen Bücher lesen? Naja. So. Weberak Level 17, okay. Esteban. Forscherin. Ach, wir hatten ja die... Oder habe ich nur die Namen gerandomized? Ich glaube, ich habe die Namen gerandomized. Ach so, du hast die Namen gerandomized. Deswegen hieß der anders. Das hat mir letztens jemand geschrieben in die Kommentare, ich hab's auch selber nicht gewusst, lol. Hauptsache Ding, jetzt heißt bei mir eine Frau Esteban. Okay. Ja, ich hab's halt nicht gewusst. Männername. Gut, gut. X-Bad. Irgendwie hatte ich X-Bad aber auch schon mal, glaube ich, gesehen. Also nicht jetzt. Funkensprung, ja, dürfte den jetzt eigentlich sogar töten, weil der hat ja nur noch. Oh, halb. Yeah, Finte. Jetzt wird's ein bisschen krass. So, Folterknecht weg, brauchen wir eh nicht. Funkensprung! Warum sieht das so wenig ab, Mann? Finte ist geil. Tinte? Finte. Egal. Ja, Finte ist geil. Ja. Geiz ist geil. Geiz ist geil. Was war das? War das Mediamarkt oder Saturn? Saturn, ja. Apropos Mediamarkt, ich habe letztens so Dinge gelesen, ich weiß nicht, ob das bei euch da auch stand, so, wir machen Schluss, am 2. Oktober schließt Mediamarkt. Echt? Ja, ja, aber anscheinend bei euch. Nee, aber das ist irgendwie so eine Werbestrategie. So, lol. Dass die da, die öffnen am 4. wieder, ja? Hahaha, am 2. machen die Schluss. Dann. Hauptsache, ja. Wollen die Leute verarschen, dass da Ausverkauf ist, damit die dann ein Ding... Die haben sogar extra so reduziert hingeschrieben, ja, weil zum Beispiel bei Wii Mini... Kennst du die Wii Mini? Ja, gell? Jetzt habe ich Hauptsache, den Tipp nicht gelesen, egal. Komm. Dann war das irgendwie von 95 auf 90 reduziert oder sowas. Ich will es mir trotzdem nicht kaufen. Oh, Jack Kilo. Ja, schalte dich mal stumm, ne? Oh yeah, oft Zettel, oh mein Gott, wie spannend. Wie oft musste ich mich jetzt in dem Part stumm schalten? Keine Ahnung. Hab keine Ahnung. Meine Schwester kam dort ins Zimmer reingeplatzt, für alle, die es nicht gecheckt haben. Und ja, keine Ahnung, voll die Purba. Alter, Hipster ist einfach cool. Ich kämpfe die ganze Zeit mit der, ist jetzt fast auf Level 25. Ich kämpfe nur noch mit dem, ey, was geht hier ab? Ja, Level 25. Achso, ich muss, ich muss Nein drücken, ja gut. Ja komm, dann sei ruhig. Warte. Blablabla, dann kannst du noch jetzt lösen. Also ich glaube ja. Oh! Ah.
muss irgend so einen Zettel lesen, bla bla bla. Pachirisu ist übrigens echt süß, weil er ab und zu sich so auf vier Pfoten stellt und dann sieht er aus wie so ein Eichhörnchen. Oh! Oh Mann, ja. Was ist denn eigentlich mit dem Mädchen da? Ich hab das schon wieder völlig vergessen. Oh, Pachirisu! Was? Welches? So ein Mädchen, da musste man irgendwie ja oder nein drücken, habe ich voll verkackt. Naja. Achso. Oder vielleicht auch nicht. Naja, egal. Bravo, weißt du das korrekt. Ding? Yay. Also du musst erst links anfangen und dann ganz hinter und dann rechts. Vorne und dann wieder ganz hinter, glaube ich. Irgendwie sowas. Jo, irgendwie wird man das schon schaffen. Oh Gott, Tentante. Mit ist jetzt nicht so schnell. Dann. Achso, Tentante. Ja. Es war dieses Hentai wieder, genau. Ja. Warum Hentai? Weiß nicht, ist halt so. Weil er ein kleiner Vergewaltiger ist und außerdem ja. Ah ja. Schau dir an, schau wie böse er ist, Mann. Alter, dann auch auf Tentantel X Abwehr. Unglaublich. So. Magic hier bei mir. Magic. Fluch. Das kann. Und das Ding bewegt werden. Sich. Ja, wenn der Angriff steigt und so. Durch Fluch. Ich hab Angst. Das Realistischste, was in dem Spiel je passiert ist, ist das Ding, als dieses Regal beiseite geschoben wird, dass dann die Bücher oben so hingefallen sind. Also der Bücherstapel. Echt eins der realistischsten Sachen in Pokémon. Wow. Heftig. Heftig. Alter, der Angriff steigt die ganze Zeit und das Vieh ist verwirrt. Wenn es sich jetzt schlägt, dann. Ah. Hab ich's mal wieder geschafft hier. Hoffentlich setzt der Explosion an, du stirbst. Oh yeah, es hat sich selbst verletzt. Aber es zieht irgendwie kaum was ab. Dann machen wir eigentlich den Part so ungefähr. Ja, jetzt sind wir ja gerade bei 27 Minuten bei mir. Weil sonst würde ich nicht mal anfangen mit der Ding-Arena-Leiterin. Nee, würde ich auch hab nicht. Ich habe die Arena-Trainer jetzt durch. Okay, gut. Dann werde ich meine Zeit noch. Wie du wieder alles so voll Ding. Ja, ich werde meine Zeit sinnvoll nutzen und mich hier umschauen, obwohl ich glaube, das habe ich im letzten Part schon gemacht. Ja, da ist ein Zettel. Wow, wer hätte gedacht, da ist ein Zettel drin. Oh mein Gott. Und irgend so was Unnötiges. Golbit. Oh, warum habe ich den Golbit? Warum kein Lizarus? Wie, du meinst, dieses Buch könnte die Seele. Ja. Dann jetzt mal durch die Stadt. Boah, komm jetzt, nerv nicht. Nerv nicht. Was soll ich denn jetzt machen hier? Ich hab's völlig verpeilt. Ich lese mir es ja eh nicht durch. Normal hätte ich es mir durchgelesen, aber irgendwie jetzt gerade. Irgendwas mit leckerem Gebäck, jo. Ah, da ist doch noch ein Zettel drin. Ja, aber sowieso irgendwie immer das Gleiche und. Yay. Ja, irgendwo muss man dann überall hin und bla bla bla. So, jetzt muss ich wahrscheinlich hier mit der hier kämpfen, oder? Du King! Level 10. Oh ja, jetzt darf ich gegen sie antreten, endlich. Gut, ich würde mal sagen. Oh, Starmie. Nice, nice. Auf welchem Level entwickelt sich eigentlich Magnezilo nochmal? 25 oder 23? Keine Ahnung. Ah, schade, nicht 23. Dann denke ich 25. Oh, Aquaknarre zieht gar nicht mal so wenig ab. Aber die Finte ist der One-Hit. Nice. Oh, mein Gladiator ist so cool. Versassenob, was war das nochmal? Bin gar nicht neidisch, dass du so viele coole Pokémon hast. Nein. Gib auch noch damit an, gib auch noch damit an, hier. Mein Gladiator ist so cool. Nein, Spaß. Was? Ach der. Was? Oh, ich bin. Oh Gott. Nein. Ich bin so blöd. Bist du tot? So, das sollte mir nicht nochmal passieren. Ich glaube, da bin ich wirklich tot. Ich habe hier Flower einfach mal reingeschickt, weil. Ja, Versassenob kam, ne? Oh, habe ich mir so gedacht, aber scheiße, was ist nochmal Versassenob? Ja? Hab's einfach mal reingeschickt und. Hab's auch noch drin gelassen, hab dann noch eine Pflanzenattacke eingesetzt. Oh Gott. Merkst mir immer mit Versa-Snoop. Versa-Snoop ist ein Noob, weil der so scheiße aussieht. Ja. Obwohl, ja. Die weibliche Form sieht gar nicht mal so scheiße aus wie die männliche, aber gut. Wirklich? Ich finde die weibliche hässlicher. Das sieht aus wie so ein Chicken McNugget. Genau.
Guck dir mal die männliche an. Ja, okay, das ist leicht gay mit so einem rosa Ding, aber ey. Lethargging, oh Gott, Lethargging, das kann mies werden. Warum haben die bei mir alle so... Ah, schreck zurück. Komm, Kills. Schnarchnase wirkt, sehr schön. Ich wusste gar nicht, dass es auch wirkt, wenn das Pokémon zurückschreckt. Sehr schön. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh. Okay, jetzt ich denke mal, damit hätten wir es dann nicht. Ja. Löse hier nochmal schnell das Rätsel, yo. So. Ich will mich kurz heilen bei der Schlampe und nicht ins Pokémon Center, weil, ja. Weil die cooler ist. Oh mein Gott, so. Das Bücherregal verschiebt sich, aber wer verschiebt das? Ach, das ist der. Das ist Absalom, oder wie er auch heißt, ich weiß nicht. Meine Haare! Ich mache hier Lauftraining, Ausdauer, ja. Muss auch mal sein. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir hier den Part. 30 Minuten sind ja mehr als genug, ne? Wir haben gesagt, so zwischen 20 und 30 Minuten, ne? Und ja, wir haben es bis jetzt immer so bis zu 30 Minuten lang werden lassen. Stimmt. Epic Fail. Aber es macht ja auch Spaß, ne? Also, ja, mir schon. Deswegen. Ich kann nicht mehr. Wie, du kannst nicht mehr? Laufen, ich laufe hier die ganze Zeit, weil Ausdauer verbessern. Mit meinem Mädchen. Ja, okay. Okay, dann beenden wir hier den Part. Also, wenn es gefallen hat, Daumen hoch und bis zum nächsten Part und ciao.